Morgen, ihr Jungen und Mädchen. Es ist so eine besondere Freude, heute mit euch zu sein. Heute möchten wir über Dinge nachdenken, die wir wirklich sehr gerne tun. Was liebe ich? Ja, vielleicht ist da ein Spielzeug, was ich wirklich gerne mag. Und ich spiele immer mit diesem Spielzeug und übe damit, wie ich das gebrauchen kann. Ich möchte der Beste sein, der dieses Spielzeug haben kann und damit was tun kann. Vielleicht sind es nicht Spielzeuge. Vielleicht liebe ich wirklich Musik. Ich kann fast nichts machen, ohne Musik zuzuhören. Ich muss es immer im Hintergrund haben. Vielleicht ist es ein Freund oder eine Freundin, die ich sehr lieb habe. Alles, was ich tue, möchte ich mit meiner Freundin teilen. Und diese Freundin kennt alle meine Geheimnisse oder dieser Freund. Vielleicht bin ich jemand, der Kleidung mag. Ich denke immer darüber nach, was für Kleidung ich brauche und bekommen möchte. Und was kann ich mit was anziehen, was passt. Und ich muss ganz vorsichtig sein, dass ich ja nicht mich dreckig mache mit meinen Kleidern. Vielleicht liebe ich Fußball. Ich esse, schlafe und trinke Fußball. Vielleicht renne ich sehr gut und liebe es, an Wettkämpfen teilzunehmen und zu rennen. Und es ist mir wirklich wichtig, dass ich den Siegespreis bekomme. Vielleicht ist es mir ganz wichtig, in der Schule sehr gut zu sein. Das ist mir wichtig und dafür arbeite ich. Ich möchte Erste sein, egal wo ich bin. Heute möchte ich euch erzählen, was mir wirklich sehr wichtig war, als ich ungefähr 10 Jahre alt war, 9 oder 10. Zu der Zeit lebten wir in einem großen, zweistöckigen Haus. Es war ein ganz schönes Haus mit ganz vielen kleinen Ecken, in denen man Verstecken spielen konnte. Es war unglaublich. Da war ein Balkon über der Küche und ein Balkon über dem Wohnzimmer. Ein Balkon ist eine kleine Veranda, wo man oben rausgehen kann. Was ich wirklich gerne getan habe, war das. Ich würde zur Küche gehen, meine Lieblingstasse holen und ich würde da Rosinen reintun. Dann würde ich zum Bücherregal gehen und ich würde ein Buch nehmen. Da waren so schöne Bücher da in dem Haus. Da waren Abenteuergeschichten. Da waren Wörterbücher oder
sogar Wissensbücher, wo man alles Mögliche lernen konnte über verschiedene Länder und Menschen. Da waren auch Bücher über eben Menschen, die ganz besonders waren. Ich würde so mein Buch nehmen und meine Tasse und ich würde mir eine Ecke aussuchen im Haus. Und ich würde immer hoffen, dass niemand sieht, wo ich hingehe. Es war das Beste für mich in der Welt, mich dort in die Ecke zu verkriechen und zu lesen. Aber es gab ein Problem. Manchmal wurde ich gerufen. Ingrid? Und ich würde dann ganz stille bleiben. Und ich würde hoffen, dass sie mich nicht noch einmal rufen. Und natürlich, wenn sie mich wieder gerufen haben, dann würde ich schon aufstehen und zu der Person gehen, die mich gerufen hat. Und oft war es etwas, was ich tun musste für jemanden. Deswegen wurde ich gerufen. Und nach einer Zeit hat meine Mama mich gerufen. Und sie hat mich neben sich hingesetzt. Mein Mädchen, sag mir mal. Wenn du dein Buch liest und ich dich rufe, was ist dann in deinem Herzen? Ist es, dass du denkst, das Mama, was kann ich für sie tun? Oder ist es, oh nein, jetzt muss ich mein Buch lassen. Und so musste ich sagen, Mama, es ist mehr das Zweite, die zweite Option. Und dann hat meine Mama gesagt, mein Kind, wenn das so ist, dann heißt das, dass deine Bücher und dein Lesen viel wichtiger für dich geworden sind als deine Mutter. Und es ist dir wichtiger geworden als das, was der Herr Jesus gerne von dir möchte, dass du es tust. Deswegen, dein Lesen ist dein Götze geworden. Ich war schockiert. Ein Götze? Etwas, wo ich mich vor niederknie? Aber ich habe gemerkt, dass Mama recht hatte. Mama war nicht fertig, sie hat weitergesprochen. Sie sagte, mein Mädchen, jetzt habe ich einen Vorschlag. Wir werden all diese schönen Bücher alleine lassen. Du wirst nichts mehr lesen. Nur die Schularbeit. Ich konnte es nicht glauben. Alle meine Bücher lassen. Aber ich wusste, dass meine Mutter mich sehr lieb hatte. Und wenn sie das sagte, dann wird es das Rechte für mich sein. So war ich gehorsam. Und wisst ihr, was das Besondere war, was geschah?
Dinge in meinem Herzen wurden anders. Es war mir eine Freude, anderen zu helfen. Es war kein Problem, gerufen zu werden, etwas zu tun. Und meine Augen wurden geöffnet, dass ich sehen konnte, wo die Leute Hilfe brauchten. Ich brauchte nicht gerufen werden. Es war eine Freude, mit meinem Bruder und Schwester zu spielen. Ich konnte draußen frische Luft einatmen. Ich konnte den Tisch decken fürs Abendessen. Und wisst ihr was? Ich habe die Bücher vergessen. Und nach einiger Zeit rief mich meine Mutter wieder. Und ich sollte neben ihr sitzen und sie sagte, mein Mädchen, wegen dem Lesen. Wie ist es jetzt in deinem Herzen, wenn du Menschen helfen sollst? Und ich konnte ganz frei sagen, Mama, ich bin frei von dem Götzen. Es macht mir Spaß zu helfen und es ist kein Problem mehr. Und dann hat sie mich erstaunt. Es war eine Überraschung. Dann sagte sie, okay. Sie sagte, dann in dem Fall, weil ich sehe, dass du gerne Menschen hilfst, werde ich dir jetzt erlauben zu lesen. Ich war so erstaunt. Und ich habe wieder gelesen. Und ich habe die Bücher genossen. Aber ich konnte sagen, dass es nie mehr dieser Götze in meinem Herzen war. Da war eine Freude im Helfen, dass ich Menschen helfen konnte. Und ich musste an einen Jungen denken in der Bibel, der auch etwas sehr liebte. Er liebte etwas sehr. Und das war Jagen. Die Bibel sagt, er war ein sehr guter Jäger. Er konnte nach Hause kommen mit Wild, in anderen Worten mit Fleisch, das er nach Hause brachte. Und er machte seinen Vater froh mit diesem Fleisch. Es war etwas Gutes. Aber die Bibel erzählt uns, dass dieser Junge die Bibel sagt, er liebte Jagen, aber da war etwas, was er verachtete. Er schaute herunter und verachtete Gottes Segen auf seinem Leben. Und das ist sehr traurig, ist es nicht? Wisst ihr, wie er hieß? Das war Esau. Lasst uns über unser eigenes Herz nachdenken. Was lieben wir tief in unserem Herzen? Und komm, wir bitten den Herrn, dass er uns hilft, dass wir ihn in unserem Herzen immer auf dem Thron behalten, am besten Platz. Weil wenn wir das tun, dann sind wir wirklich wahrlich froh.
Und dann können wir viele dieser Dinge genießen. Und wir können sie genießen, ohne schuldig zu fühlen. Weil der Herr Jesus der Wichtigste für uns ist. Kommt, wir beten. Herr Jesus, danke, dass du der bist, der uns so liebt. So liebt. Du hast dein Leben gegeben und du hast dich selbst gegeben, um uns zu helfen. Und wir möchten dich auch sehr lieben. Bitte hilf uns, dass wir vorsichtig sind, dass nichts anderes in unserem Herzen das Wichtigste wird. Aber dass wir nahe bei dir bleiben, immer. Amen. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but heavy clothes around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told inside.